Okay, hallo. Ich stelle euch heute dieses Projekt der Hochschule Esslingen vor. Dabei werden reale mit virtuellen Welten vernetzt und neue Lernräume geschaffen. Wir fokussieren uns dabei auf die Future Skills oder auch 4K-Skills im MINT-Bereich. Diese Kompetenzen gelten als maßgeblich für zukünftige Berufseinsteigerinnen. Zunächst soll der Schwerpunkt bei der Kommunikation gelegt werden. Wir nehmen an, dass eine verbesserte Kommunikationsfähigkeit zugleich eine positive Ausstrahlung auf Kreativität und auch kollaboratives Arbeiten haben wird. Hinzu kommt, dass in allen Bereichen die fachübergreifende und internationale Zusammenarbeit stark zunimmt. Kreativität können Sie sich jetzt lösen von den Beschränkungen der realen Welt. So können Sie Objekte in der virtuellen Welt so gestalten und beeinflussen, dass Sie sowohl Details als auch Zusammenhänge greifbar machen können. Und das Beste, nichts kann kaputt gehen. Es können auch virtuelle Welten erlebbar und greifbar gemacht werden. So ist es möglich, in ein Modell, wie es eben im Video zu sehen war, einzutauchen und es zu erkunden. Dies gibt Möglichkeiten frei, die es in der realen Welt nicht gibt. Denken wir zum Beispiel auch an wertvolle oder zerbrechliche Stücke aus Museen. Das vierte K, kritisches Denken, kommt dabei vor allem bei der Analyse komplexer Systeme auf. Man kann ausprobieren, ohne eben etwas kaputt zu machen, so wie der Kollege gerade im Video. Und die Vielzahl der Szenarien, Abläufe, Medien und Endgeräte macht die ganze Sache zudem noch sehr komplex. Somit gibt es noch ein fünftes K in diesem Zusammenhang, nämlich die Komplexität. Das Lehren und Lernen in solchen Umgebungen stellt für die Bildung ein Feld mit enormem Potenzial dar, wirft aber auch Fragen auf. Was macht das mit den Lehrenden? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Gelingt es zum Beispiel, angehende Wirtschaftsingenieurinnen zum Beispiel auch für ein eher unpopuläres Fach wie die Experimentalphysik zu begeistern? Im Rahmen dieses Vorabends hat sich die Hochschule auf die Fahne geschrieben, die Begeisterung für MINT zu wecken. Die als schwierig geltenden MINT-Inhalte sollen so einem breiteren Publikum über neue Lernszenarien zugänglich gemacht werden. Zum Beispiel sollen auch Museen als Resonanzräume genutzt werden und dabei eine große Rolle spielen. Aufgrund der aktuellen Situation wurde jetzt im Frühjahr relativ spontan ein virtueller Hörsaal realisiert. Dieser ist neben den üblichen Videokonferenz-Tools eine weitere Option für so eine synchrone Lehrveranstaltung. In diesen virtuellen Räumen sind die Lehrenden und auch die Lernenden als Avatare im Raum vertreten. Was empfinden die Studierenden jetzt dabei? Erste Feedbackrunden haben ergeben, dass sich die Studierenden sehr stark mit diesem Lernraum identifizieren. Sie tauchen regelrecht ab in diese Welt. Wir konnten beobachten, dass Studierende zunächst den ganzen Hörsaal durchqueren, anhand des Nicknames dann den Freund im Saal suchen und sich ganz gezielt neben ihn stellen. Die wenigsten verwenden zum Beispiel die Escape-Taste, um den Raum zu verlassen. Sie gehen die Treppe hinauf und verlassen den Hörsaal, wie auch in der Realität, durch die Tür. Was sind noch weitere Erfahrungen? Bei dem virtuellen Hörsaal muss zum Beispiel maßgeblich nur das Audiosignal übertragen werden. Damit reduziert sich die Bandbreite und es kam praktisch kaum zu Aussetzern im Audiobereich, obwohl teilweise bis zu 60 Studierende in dem Raum anwesend waren. Das Ganze löst auch noch ein weiteres Problem, die Anwesenheit der Avatare löst das Problem des Datenschutzes, denn die Studierenden können sich auch mit einem Nickname anmelden. Die Ansprache seitens des Dozenten erfolgt eben dann mit dem Nickname. In der realen Vorlesung wissen die Dozenten in der Regel auch nicht bei größeren Kohorten den Namen und dementsprechend ist das einfach möglich. Diese Anonymität gibt auch Studierenden eine enorme Sicherheit. So wurden zum Beispiel viel mehr Zwischenfragen während der Vorlesung gestellt als im realen Hörsaal und auch im MINT-Bereich vor allen Dingen Fragen von weiblichen Studierenden war deutlich höher als eben auch in so Präsenzveranstaltungen. Also sie haben sich deutlich mehr getraut, Fragen zu stellen. Ausschließlich
Jetzt mache ich auch kurz noch mal eine Pause. Genau. Ausschließlich virtuelle Szenarien werden langfristig aber das Begreifen nicht ersetzen können. Erweiterte Realitäten, also hochauflösende Szenarien, die die reale Welt überlagern, das ist das wahre Ziel einer zukunftsfähigen Lehre. Ziel ist es also die Schaffung aus einer Kombination aus virtuellen und realen Lernumgebungen. So, kurz und knapp, das habe ich mir jetzt nicht alles alleine ausgedacht, aber heute gerne vorgestellt. Professor Könning ist bei uns Professor in der Fakultät Grundlagen. Er ist Didaktikbeauftragter und Leiter des NWT Bildungshauses. Und auf der Folie befinden sich auch noch weiterführende Links. Deswegen sage ich viel Spaß beim Entdecken.